Ein Thema gab selbstverständlich auch beim politischen Aschermittwoch der CSU den Ton an. Der Rücktritt des über die Plagiatsaffäre gestürzten Ex-Verteidigungsministers zu Gutenberg. Der Oberallgäuer Kreisvorsitzende Joachim Konrad hob die Erfolge des Hoffnungsträgers hervor, bezeichnete den Rücktritt selbst aber als konsequent. Er sei das Ergebnis einer regelrechten Hatz auf einen beliebten und charismatischen Politiker durch die Opposition. Wo war die öffentliche Empörung, als der ehemalige Steinewerfer und Hausbesetzer Joschka Fischer zum Außenminister gewählt wurde? Und wo war der Aufschrei, als die Fakten über die Stasi-Vergangenheit von einem Gregor Gysi bekannt wurden? Man hat nichts gehört. Aber der Unterschied ist, diese feinen Herrschaften, die sitzen nach wie vor fest in ihrem Sattel und die freuen sich wie ein Schneekönig, dass sie einen Adligen, einen CSUler und einen Konservativen zum Rücktritt gezwungen haben. Aber ich sage auch, diese lenken Ratten sollen sich nicht zu früh freuen. Irgendwann käme Karl Theodor zu Gutenberg zurück auf die politische Bühne und dann sei er stärker und beliebter als je zuvor, so Konrad. Überhaupt ließ die CSU kein gutes Haar an den anderen Parteien. Die Grünen reden immer von erneuerbaren Energien. Aber wenn man nachher da mal ein Wasserkraftwerk bauen will, ein neues, dann sind sie wieder dagegen, weil ihr ein paar Fischverrecker kenntet. Sie reden vom Ausbau der Schiene, aber gehen wochenlang in Stuttgart auf die Straße gegen neue Bahnhöfe und gegen eine Erweiterung von einem ganz wichtigen Schienenausbauprojekt. Die Grünen reden immer vom Sport und die Claudia Roth ist ja bei jedem Sportevent ist die vorne dran und macht da Party und gibt sich da als die große Sportlerin. Aber wenn man sie noch hat gefragt, was hält sie von Olympia in Garmisch und ihre ganzen Konsorten, sind sie wieder dagegen. Ich erwähne die Freien Wähler, meine Damen und Herren, obwohl es eigentlich nichts Erwähnenswertes gibt. Oder kennt jemand eine Initiative, die Bayern vorangebracht hat in den letzten 2,5 Jahren? Thomas Kreuzer hob in seiner Rede vor allem die eigene Politik in den Vordergrund und streifte dabei auch sein künftiges Aufgabengebiet als Bildungsstaatssekretär. In Sachen neue Lehrerstellen habe man seine eigenen Vorgaben übererfüllt, so Kreuzer. Und auch bei der Integration von Migrantenkindern sei keiner so gut wie Bayern. Integration dürfe aber nicht zulasten der christlichen Werte gehen. Nicht die Scharia, meine Damen und Herren, bei uns einführen. Wir wollen hier kein Burka-Gebot oder sonstige Dinge, die dort teilweise gefordert werden, sondern wir wollen christliche, abendländische Werte erhalten, Freiheit nach dem Grundgesetz und die entsprechenden Möglichkeiten der verschiedenen Geschlechter und der Menschen in unserem Land. Dies muss der Weg sein im Umgang mit dem Islam. Glaubensfreiheit ja, aber Islamisierung unter keinen Umständen in Deutschland. Es wurde kräftig aufgetischt im vollbesetzten Dorfsaal in Wildpolsried, so wie es sich gehört am politischen Aschermittwoch. Da geht es ja traditionell darum, sich selbst in den höchsten Tönen zu loben und dem politischen Gegner gehörig den Marsch zu blasen.